Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kopfstein-Pflasterbox von Tamasch. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kopfstein-Pflaster von Tamasch. Das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier eine Box in einer sehr ungewöhnlichen Form, in sehr ungewöhnlichen Dimensionen. Und zwar ist das hier eine quadratische Box in, ja, mehr oder weniger in Würfelform. Das Ganze ist hier so in Grau gehalten. Sieht ein bisschen so nach Straßenbelag aus, so nach Beton, wie so eine Straßenfahrbahn, so Asphalt. Und hier oben haben wir dann das Logo von Tamasch. Also hier das M mit dem umgekehrten Kreuz, beziehungsweise das T, je nachdem wie man das Ganze sieht. Ist hier komplett rundum in dieser Asphaltoptik gehalten. Und auf der Unterseite haben wir hier oben einmal einen Sticker, der uns erklärt, dass das Ganze gefördert ist durch die Initiative Musik, gemeinnützige Projektgesellschaft. Okay. Und dann haben wir hier den Boxinhalt. Album-CD, Instrumental-CD, 120x120 cm große Fahne, Pflaster, Poster und Sticker. Dann haben wir noch die Credits und rechts unten einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier abnehmbar. Jetzt, wo ich gerade den Deckel abnehme, es sieht auch, irgendwie erinnert es mich auch ein bisschen an einen Grabstein. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Von innen glatt weiß. Dann schauen wir mal zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal die Fahne. Dann haben wir hier, das dürfte wohl das Pflasterset sein, ein Sticker, Poster und das Album sowie die Album Instrumentals. So, auch die Innenseite der Unterseite ist glatt weiß. Dann machen wir diesen Würfel mal wieder zu und packen ihn zur Seite. Zwei Sachen, ja, das nicht, also zwei Sachen sind hier noch in Folie. Einmal die Fahne und dann natürlich die Instrumentals. Wenn wir das Ganze mal aufschneiden. Ich bin immer etwas vorsichtig, weil es mir schon öfter passiert ist, nachdem das ja nur so dünne Papphüllen sind. Wenn man da mit dem Messer reinsäbelt, dann hat man gleich einen Kratzer. Und wenn man die Folie irgendwie zu rabiat ablöst, dann knickt das Ganze hier schnell um. Aber in dem Fall haben wir alles richtig gemacht. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Tamasch Kopfsteinpflaster aus dem Jahr 2016. Es ist das Debütalbum von Tamasch und bis dato auch das einzige Release von ihm, das einzige Solo-Release. Er war ja früher bei Deine Eltern, also ein Teil von Deine Eltern, und ist ja jetzt mittlerweile ein Teil von Zombies, von der Zombies Gang, und solo sehr selten unterwegs, dann meistens nur noch auf Feature Tracks oder so. Aber es ist bis dato, wie gesagt, das einzige Solo-Album von ihm. Rein optisch ein Hingucker in meinen Augen. Wir haben hier ein Standard Jewel Case, rot eingefärbt, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube damals bei Flair, weil die Straße nicht vergisst, gab es so einen roten Plastikschuber drüber, aber dass wirklich das komplette Jewel Case eingefärbt ist, das sehe ich zum ersten Mal. Also, wir haben, das Cover, natürlich. Wir haben hier einmal das Cover. Da ist der gute Tamasch abgebildet mit einem, ein kleiner Junge liegt hier am Boden und er dürfte wohl hier gerade verarztet werden. Also, es gibt hier ein Pflaster auf den Kopf, denn der Kopf dürfte wohl hier diesen Pflasterstein hier geküsst haben. Deswegen ist der kleine Mann hier verletzt und wird von Tamasch entsprechend verarztet. Was hier auf dem Cover lesbar ist, Kopfsteinpflaster, sind hier drei eigene Worte. Also es gibt ja Kopfsteinpflaster, den Straßenbelag, das ist dann ein Wort. Aber in diesem Fall hier sieht es fast so aus wie eine Gleichung. Also Kopf plus Stein ergibt Pflaster. Und genau das dürfte wohl hier passiert sein.
Dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal den Interpreten plus Albumtitel. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Und soweit ich sehen kann, gibt es zumindest hier auf dieser Aufzählung kein einziges Feature. Ich glaube allerdings, dass ein einziges Feature dabei ist, und zwar von Chris Lev. Aber das schauen wir dann noch ins Booklet. Hier unten Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, als erstes natürlich geht's ins Booklet. Jawohl. Also, das gefällt mir schon mal richtig gut. Warum? Das Booklet ist relativ dick und wir haben hier die Lyrics dabei. Also hier, Track für Track ist hier entsprechend verfasst, Wort für Wort abgedruckt. Ah, hier ist wohl der kleine Junge. Hier ist er noch etwas aktiver unterwegs. Ich dürfte wohl selber einen Pflasterstein geworfen haben. Jawohl. So sieht das aus. Also pro Track haben wir dann hier die Lyrics mit dabei. Sehr schön. Und das Booklet hier dann in schwarz und rot gehalten. So sieht das aus. Dann hier eine Doppelseite. Tamasch mit Fahne. Weitere Tracks. Tamasch oben ohne. Okay. Gut. So, und dann haben wir noch zum Abschluss die Credits zum Album. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich hätte jetzt kein Feature gesehen, obwohl ich ja irgendwie der Meinung war, dass Crystal F hier mit drauf ist. Aber er wird auch hier irgendwie nicht erwähnt. So, und bevor ich euch jetzt da irgendwie im Unklaren lasse, werde ich das nochmal ganz kurz an dieser Stelle in Erfahrung bringen. Kleinen Moment. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal überprüft und ich habe recht gehabt. Und zwar haben wir hier auf dem Track Nummer 7 haben wir ein Feature von Crystal F mit dabei. Das nur für euch zur Info. Auch wenn es hier nicht angeführt ist. So, Booklet machen wir wieder rein. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus, in schwarz und rot gehalten. Hier lesen wir wieder Tamasch Kopfsteinpflaster. Und hier gibt es dann nochmal das Tamasch-Logo und dann rechts eine Blutlacke. Sieht zumindest so aus, so eine Pfütze. Dann haben wir zum Album zugehörig natürlich die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle. So sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir auch hier wieder 14 Tracks, also komplett das Album hier mit drauf. Jeder Track hier als Instrumental. Und diese CD ebenfalls in schwarz und rot. Jawohl. Wie gesagt, dicke Sleeve. Dann haben wir mit dabei Sticker, und zwar einen. Wir haben hier Tamasch wieder mit dieser Holzstange und der daran befindlichen Fahne. Sieht fast aus wie Sensenmann, als wäre es eine Sense, aber es ist echt eine Fahne. Und was lesen wir hier? Tamasch. Ja, also Sticker in schwarz-rot, von der Optik eher matt und das Ganze quadratisch. Dann haben wir ein Pflasterset. Das habe ich so auch noch nie gesehen in einer Box, dass man hier Pflaster mit reingemacht hat. Wir werden das Ganze mal hier öffnen. Ui, eine ganze Menge. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. 10 Pflaster, so sehen die aus. Also, so eine klassische Pflastergröße eben. 10 Stück davon, also da könnt ihr echt einige Pflastersteine oder Platzwunden damit irgendwie verarzten. Die kommen hier in so einer Papierschachtel, in so einer Papierhülle. Auch hier wieder beidseitig gebrandet. Vom Design her, wie auch schon, die Box gehalten. Dann gibt es ein Poster. Und hier haben wir das Motiv, das wir schon von dem Sticker kennen. Also auch hier wieder Tamasch mit der Fahne abgebildet
in Schwarz-Rot und das Ganze quadratisch. Das Poster ist einseitig bedruckt. Sieht, wie man es von Tamás kennt, sehr düster aus. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Fahne mit dabei. Und die ist echt groß. Wir haben es ja gelesen auf dem Boxinhaltsverzeichnis. Da stand ja 120x120. Also auch diese Fahne, sehr ungewöhnlich für eine Fahne, aber auch diese Fahne quadratisch. Die Fahne ist in Schwarz gehalten und dann haben wir hier in roter Umrandung das Tamás-Logo. Und darunter dann auch noch ein weißer Tamás-Schriftzug. Und auf allen vier Ecken, sowohl links als auch rechts natürlich, wirklich an allen vier Ecken haben wir dann hier noch so eine goldene Metallöse. Bedeutet, ihr könnt dann dieses Ding, diese Fahne, ganz wie ihr wollt aufhängen. Ob jetzt wirklich oben die zwei Ösen genutzt werden und das Ganze dann von oben runterhängt oder ob ihr das Ganze dann nur links oder rechts aufhängt und dann wirklich wie eine Fahne schwingen wollt, das liegt natürlich bei euch. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, wir backen das Ganze mal wieder zusammen. Ich würde es nur noch interessieren, aber ich habe jetzt keinen gesehen. Einen Zettel zum Material oder so. Moment. Nein, ist ja nicht dabei. Aber es wird wohl Polyester sein. Davon gehe ich mal stark aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne in Schwarz, Rot und Weiß, 120x120 cm. Dann dieses Pflasterset hier in dieser Papierhülle, 10 Pflaster sind hier mit dabei. Das Poster einseitig bedruckt, quadratisch. Der Sticker ebenso quadratisch, einseitig bedruckt, natürlich. Die Instrumentals zum Album, die kommen hier in einer Papphülle, 14 Stück an der Zahl. Und natürlich das Album an sich, Kopfsteinpflaster mit insgesamt 14 Tracks im Standard Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, die gab es meines Wissens damals exklusiv über EMP, nicht über Amazon oder so, sondern meines Wissens echt nur über EMP. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tamás unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.